Und das zweite Problem, das wir haben, was auch den Brandschutz betrifft, das ist ja nicht nur das Geld weg, sondern es fehlt ja auch jetzt, was die Chefs betrifft, ein bisschen so die Zeit. Diese zeitlichen Ressourcen, die man sich nimmt dafür. Also, wir leben ja auch in einer Zeit, in der die Zeit weg ist. Es hat ja niemand mehr Zeit, oder? In der Arbeit nicht und in der Pension wird es dann nur viel ärger. Also, Pensionisten haben dann gar keine Zeit mehr. Das ist überhaupt dann gar, also, ist aber nur bei uns so. Also, wenn man so ein bisschen in andere Länder schaut, ja, in den Süden hinunter, was ich ein italienischer Pensionist, der trinkt gemütlich ein Glas Rotwein und geht fischen. Oder? Ein französischer Pensionist, der trinkt ein Glas Champagner und geht zu einer Freundin. Ja? Oder was ich, ein englischer Pensionist, der nimmt einen Whisky und geht in seinen Club. Der österreichische Pensionist nimmt Herztropfen und geht pfuschen. Chefs, so diese Berufskoleriker, oder? Die immer so verarmt ins Auge schießen, nicht? Immer unter Stress, immer unter Strom. Ja? Die sind auch wirklich ständig das Handy am Bauen. Ja? Da gibt es ja welche, die haben sich diesen Handybügel da schon fix fertig montieren lassen. Der ist hineingeschraubt mit den Button und mit einem 60er-Sparksystem, damit so nichts. Mit so immer live dabei sein. Ja? Immer nicht. Am ärgsten sind für mich die immer so diese neuesten Handys haben, diese neuesten iPhones. Ja? Wer von euch hat schon die 6er? iPhone, Snake? Was da? Sag mal, das ist, die werden jetzt immer größer wieder, ja? Das sind wieder solche Schwellenaufhängen. Ja, super. Und er hat das dann, nicht so wie er, in so einem schönen Leder-Etui drinnen, war teuer, oder? Und das hängt dann oft so am Gürtel. Ja, das ist der Klassiker normal, oder? Also, gibt es nicht. Nein, das hängt dann so am Gürtel, weil es anatomisch bedient, speziell bei den Männern. Ja? Der Gürtel meistens noch vorn so ein bisschen bergab geht, weißt du? Man wird ja, wenn man öder wird, sichtbarer. Das ist ganz normal. Ja. Das ist wie bei den Bahn. Jetzt sagt man, da hängt er zu. Ja. Da geht es zum Beispiel, es rutscht dann oft das iPhone auf 4 und hängt dann da. Wahrscheinlich heißt es deswegen iPhone, weiß ich nicht. Man kann sagen, das iPhone geht bei den Nokia. Das ist wichtig, ja. Und das haben auch immer so die Chefs, die dann immer so auch mit den anderen gerne ein bisschen ausschaffen da. Wo immer alles schnell gehen muss. Kennt ihr das? Immer so, immer alles schnell. Also, tun wir das schnell, hilf mir da schnell, machen wir das schnell. Und wenn das du was fragst, dann sagen sie, wart schnell. Und der Brandschutzbeamte gefragt, ja, wart schnell. Bitte, wie soll ich dabei tun, wenn ich schnell warten soll? Ich soll ja. Ich muss nicht sein, ich muss so schnell warten, ich muss nicht. Wenn es beim Doktor sitzt, ist es eh schon so schnell gewartet, dann bin ich immer noch nicht dran.